Darf die Bank die Rente des verstorbenen Versicherten an die deutsche Rentenversicherung zurücküberweisen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben einen kleinen Fall zu besprechen gehabt, und zwar ging es darum, dass hier ein Versicherter am 30.09.2019 verstorben war, also genau an dem Tag, und seine Bank hat die Rente, die er wahrscheinlich an dem gleichen Tag bekommen hat, an die deutsche Rentenversicherung zurücküberwiesen. Und da ging es um die Frage, ob denn die Bank das eigentlich darf und was das für eine Folge hat für das Sterbevierteljahr der überlebenden Mutter. So. Und grundsätzlich ist es so, ja, die Bank darf das Geld an die deutsche Rentenversicherung zurücküberweisen. Denn in diesem Fall war der verstorbene Versicherte oder hat der verstorbene Versicherte seine Rente vorschüssig bekommen. Das heißt also, er hat sie immer am Ende des laufenden Monats bekommen für den nächsten Monat. Also er hat wahrscheinlich seine Rente vor dem Jahr 2003 bezogen. Damit hat er keinen Anspruch auf diese Altersrente, denn er ist leider am 30.09. diesen Jahres verstorben. Deshalb durfte oder musste sogar die Bank die Rente an die deutsche Rentenversicherung zurücküberweisen. Welche Auswirkungen hat das auf das Sterbevierteljahr? Gar keins. Natürlich hat es mich schon ein bisschen gewundert, warum die Bank das zurücküberwiesen hat, denn die deutsche Rentenversicherung hätte ja eigentlich diese überzahlte Rente mit dem Sterbevierteljahranspruch aufrechnen können oder verrechnen können, sodass die Witwe dann statt der 3 Monate Sterbevierteljahr nur noch 2 Monate hätte ausgezahlt bekommen. Aber in dem Fall ist es kein Problem. Der Postrentenservice, wo das Sterbevierteljahr beantragt wird, wird auf jeden Fall hier dann die 3 Monate Rente, und zwar beginnend ab dem 1. Oktober, auszahlen, und zwar als volle Rente. Deshalb ist das an sich kein Problem. Die Verrechnung kann gemacht werden, muss nicht immer gemacht werden. Die Banken dürfen Geld zurücküberweisen an die deutsche Rentenversicherung. Näheres zum Thema Sterbevierteljahr und Hinterbliebenenrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.